Ahoi, die Fahne hängt wieder. Das heißt, es geht heute wieder um ein Queer-Thema. Es geht um den CSD in Dresden. Dieser wird nachgeholt am 5.9. Und ich freue mich sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass wir daran teilnehmen. Wir sind wie jedes Jahr mit einem Stand auf dem CSD vertreten. Dieser findet diesmal im Alaunpark statt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns besuchen möchtet, wenn ihr daran teilnehmt und wenn ihr an diesem Tag, genau wie wir, an 51 Jahre Kampf für Gleichberechtigung und für Toleranz steht. Allerdings, ein Aber muss dazu gesagt werden. Wir befinden uns immer noch in der Corona-Pandemie und die Infektionszahlen in Deutschland und auch weltweit steigen wieder. Deswegen gab es auch bei uns intern wirklich eine Diskussion, nehmen wir teil, nehmen wir nicht teil, gehen wir dieses Risiko in Kauf. Was wir euch jetzt versprechen ist, wir werden von unserer Seite alles Mögliche tun, um das Risiko für uns und für euch so gering wie möglich zu halten. Wir werden an unserem Stand ganz explizit darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden. An unserem Stand wird es eine Maskenpflicht geben und ihr werdet an unserem Stand auch eine Möglichkeit bekommen, ja, euch die Hände zu desinfizieren, falls ihr euch bei uns einen Sticker mopsen möchtet oder einen Kugelschreiber oder das, was unser Fundus noch so hergibt. Und wir bitten euch, mit genau dieser Umsicht, die wir euch entgegenbringen, den gesamten Tag zu verbringen, unabhängig davon, ob ihr euch ja ein Getränk holt am Stand, ob ihr vor der Bühne steht und den Rednern lauscht oder ob ihr zu den anderen Ständen geht. Seid umsichtig. Seid vorsichtig, schützt euch und andere und habt trotzdem Spaß.